25-Jährigen und hoffentlich noch vielen weiteren Jahren und ja, vielen Diskussionen, die dann kommen. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass man sich einmischt in Demokratie und dass nicht nur die gewählten Volksvertreter Demokratie betreiben und Abstimmungen betreiben, sondern dass möglichst viele Menschen sich Gedanken machen, die äußern und auch in Vereinen und Initiativen immer wieder aktiv werden und einwirken. Und ich glaube, dass Demokratie immer wieder erkämpft werden muss, dass Demokratie nicht selbstverständlich ist und dass es nicht nur gefährdet ist durch Diktaturen, sondern auch durch eine Aushöhlung. Also zum Beispiel, weil wir nicht transparent genug sind, weil Lobbyisten mehr zu sagen haben als gewählte Abgeordnete und weil durch Korruptionsfälle insgesamt sich Politik von den Menschen löst. Und von daher glaube ich, dass sowohl Abgeordnete als auch Mandatsträger sehen müssen, die Demokratie wieder zu erneuern, aber eben auch der Druck kommen muss, wie zum Beispiel von Demokratie e.V. oder anderen. Und von daher ist die Arbeit ganz wichtig.